Hallo, ihr Lieben. Heute erzähle ich euch mal etwas aus meinem Leben. Wer ist diese Rosalie Metzger? Wer ist Rosalie von siebenberg.ch? Und warum überhaupt siebenberg.ch? Wie ihr seht, bin ich hier in der Natur und es ist Anfang Mai und die Grillen, die zirpen, als ob es mitten im Sommer wäre. Ist mir noch nie so aufgefallen, aber heuer ist echt früh. Ich sitze auf einem Felsvorsprung. Es ist alles so frisch. Der Wind zerzaust mir die Haare. Und hier unten habe ich Zuschauer. Eine ganze Gruppe Zuschauer habe ich. Schaut mal, ich zeige sie euch. Auch da drüben seht ihr die Kurfürsten, ein Teil der Kurfürstenkette. Diese Kurfürsten, das sind sieben Berge aneinandergereiht und darum nenne ich mich Siebenberg, nenne ich meine Beratung Siebenberg. Ich bin hier in diesem kleinen Dorf bis 13 Jahre aufgewachsen. Als älteste von sechs Kindern. Eigentlich für mich eine sehr unbeschwerte Zeit, obwohl wir einen Bergbauernhof hatten und auch mithelfen hin und wieder angesagt war. Ich hatte jedoch das Glück, mit meinem Bruder, dem zweitältesten, auf der Alp oben häufig die Tiere hüten zu können und da unsere kleinen Aufgaben zu betreuen. Da mussten wir nicht beim Heuen helfen. Zudem waren wir ja auch noch so kleiner und da haben wir vermutlich mehr gebracht, unseren Eltern mehr geholfen, wenn wir auf der Alp mal die Kühe eingestallt haben, in den Stall reingebracht haben oder ausgelassen haben, wieder auf die Weide raus oder eben am Abend gemolken. Obwohl wir ja erst 11 und 12 Jahre alt waren, konnten wir die Melkmaschine ganz gut handhaben. Und es hat auch Spaß gemacht. Wir waren so frei. Und ich zeige euch jetzt mal die Bergkette hier. Das ist der Schindelberg. Gerade ein Gleitschirm, der oben auch durchfliegt. Und da bin ich öfters. Auch hier hinter mir der Stockberg. Und da vorne haben wir weitere Berge. Es ist wirklich ein Bergparadies, wo ich da meine ersten 13 Jahre verbracht habe. Meine Eltern, die hatten ein kleines Bauerngehöft. Zum Leben nicht unbedingt gerade so glücklich, zum Überleben, um überhaupt auf einen grünen Zweig zu kommen hier in den Bergen. Und eines Tages ist der Cousin von meinem Vater nach Kanada ausgewandert. Und meine Eltern standen vor der Entscheidung, einen neuen Stall zu bauen oder sich zu verändern. Sie gingen dann nach Kanada, diesen Cousin besuchen, gingen da mal 3 Wochen in die Ferien im Herbst 1981. Und als sie dann zurückkamen, haben sie sich bereits entschieden gehabt und haben da drüben gleich eine Farm gekauft. Ich war mit meinem Vater bei strömenden Regen an einem Zaun machen oben auf der Alp, der immer noch nicht gemacht war, und die Kühe haben dann angefangen, den Berg hochzuklettern, und er musste dringend diesen Zaun machen. Weil er es vorher nie geschafft hatte, mussten wir das bei strömenden Regen machen. Ich als Älteste durfte ihm da mithelfen und es war wirklich sehr steil. Der Regen hat uns, es hat uns wirklich voll verregnet. Mein Vater ist dann plötzlich ausgerutscht in diesem steilen Gelände und er begann zu fluchen
Und er sackerte und sagte, ja, dieses Scheißgebirge, das verlasse ich, wir ziehen nach Kanada. Bäm. Ich, was, Kanada, was soll das? Ich wusste ja, sie waren ja in der Ferien, aber was? Nach Kanada ziehen? Nie im Leben. Ich habe mich da wohlgefühlt in diesem Dörflein. Ich kam jetzt in die Oberstufe und da hat es noch mehrere andere Kinder gehabt. Da hat man auch einen neuen Freundeskreis aufbauen können. Und es war alles viel interessanter und so als 12-, 13-Jährige war ich überhaupt nicht bereit, da jetzt von diesem kleinen Paradies da nach Kanada auszuwandern. Auf jeden Fall hat er mir dann das erklärt, unter Regen, und ich weiß noch so gut, wie sich meine Tränen mit dem Regen vermischt hatte. Also die Regentropfen und meine Tränen sind dann gleichzeitig über mein Gesicht gelaufen und ich war entsetzt. Was? Ach nein, ja, doch. Am Abend unten auf der Alp, da waren noch 3 von meinen 5 Geschwistern. Und denen habe ich dann das erzählt. Der jüngere Bruder, einer, der war da ungefähr so 5 Jahre alt, der war dann voller Freude. Was? Kanada, da hat es ja so viele Lastwagen, haben wir ihm schon erzählt. Die großen Lastwagen, die Eltern haben auch Fotos gebracht. Ach, so riesen Lastwagen, und er war Feuer und Flamme. Und ich habe ihm dann natürlich erklärt, ja, da kannst du dann Lastwagenfahrer lernen. Und ich habe meine Geschwister nichts gesagt von meinem Kummer, dass ich das hier verlassen sollte. Und wie man als Kind ja ist, wir sind sehr anpassungsfähig, die Kinder passen sich, müssen sich klarerweise anpassen an das, was die Eltern entscheiden. Und Gott sei Dank haben wir ja so auch, haben die Kinder auch so einen Überlebensmodus, wo das recht schnell geht. Auf einer Seite habe ich mich überhaupt nicht gefreut, auszuwandern. Und auf die andere Seite war ich natürlich auch sehr neugierig. Am 24. April 1982 haben wir dann uns da verabschiedet. Vorher, wir waren ja noch mit der Schule beschäftigt. Wir haben nicht so mitbekommen, wie da zu Hause dann alle Tiere und alle Gerätschaften verkauft wurden. Ja, und plötzlich hieß es dann eben, das Haus wurde immer leerer und leerer, der Container kam, wir haben da die Möbel eingepackt. Die Kühe, meine Lieblingskuh, wurde verkauft. Das kostete natürlich noch einiges an Tränen. Und doch, die Neugierde hat überwogen. Wir bekamen natürlich auch mit, wie unsere Verwandtschaft, unsere Großeltern, die Großeltern rundherum, die waren auch entsetzt. Im Nachbarhaus hat meine Oma gewohnt, die Mutter von meinem Vater, die war alleinstehend. Und jetzt zog dann ihre Familie da mit diesen 6 Kindern weg nach Kanada. Und das ganze, der ganze Betrieb, den sie so gehortet hat, die Oma, der wurde verkauft. Bis auf das Haus, wo sie drin wohnte, und einen Teil der Wiese, einen kleinen Teil. Aber für sie brach natürlich auch eine große Welt zusammen. Das war ziemlich schlimm für sie. Sie war ja mehr als 70 inzwischen und alleine. Auf jeden Fall sind wir dann an diesem 24. April in einem Bus eingestiegen. Ein Kollege hat uns da mit einem größeren Büsschen hin zum Flughafen gebracht. Auf dem Weg haben wir uns noch bei den Nachbarn verabschiedet. Es hat Schnee geregnet und es hatte auch bereits schon so 15 cm hohes Gras. Die Tiere wurden bereits auf die Wiese gelassen. Ja, das ließen wir hinter uns, voller Neugierde. Flieger war auch speziell, das erste Mal Krevetten im Teller, noch nie gesehen, natürlich nicht gegessen, weil das ist ja sicher nicht so fein, nicht mal probiert. Und ich bekam mit meinem Bruder einen Fensterplatz. Da konnten wir dann dieses Flugzeug das erste Mal im Leben genießen.
Nach einigen Stunden Flug, die nicht immer einfach waren, weil mein jüngster Bruder hat, glaube ich, die ganzen 7 Stunden durchgeheult. Nur wenn er mal geschlafen hat, war er ruhig, aber der war echt stressig für alle. Und ja, mit 2 ist das natürlich vermutlich schon nicht so lustig gewesen für ihn. Und als wir dann in Kanada gelandet sind, das werde ich auch nie mehr vergessen. Als wir auf dem Boden ankamen, alles, was ich durch das kleine Fenster sah, war brauner, toter Boden. Und ganz in der Ferne vorne ein graues Gebäude. Und sonst einfach nichts. Einfach nichts. Keine grünen Wiesen, keine Häuser. Und ich dachte, um Himmels Willen, wo sind wir da gelandet? Ach Gott. Aber die Neugierde überwog. Es ging natürlich auch viel Action los mit durch den Zoll gehen, mit den, die Frau und der Cousin vom Vater haben uns abgeholt und uns dann zu sich nach Hause gebracht, weil mit der Farm, die meine Eltern gekauft haben, gab es Probleme. Wir hatten eine Schweizer Maklerin. Und mein Vater, meine Eltern verstanden ja kein Französisch, wir waren im Raum Quebec, französischen Teil. Und ja, sie haben natürlich dieser Maklerin vertraut. Die Maklerin hat dann später, als ich dann mal ein bisschen Französisch konnte oder verstand, gingen dann mein Vater und ich nochmal zu diesem Betrieb, um mit diesem Verkäufer zu sprechen, warum, dass er diese Farm nicht mehr verkaufen wollte. Denn die Maklerin hatte gesagt zu meinen Eltern, dass der Verkäufer den Verkauf zurückgezogen hat und dass er nicht mehr verkaufen will. Ja, was blieb da meinen Eltern anders übrig, als sich auf die Suche nach einer neuen Farm zu machen? Sie verfrachteten, oder wir haben anfänglich bei dem Guse und bei der Frau von ihm geschlafen. Die haben keine Kinder und wir sind dann natürlich, haben ihr Haus gestürmt, 6 Kinder und meine Eltern, 8 Personen mehr. Das war schon auch für die recht heftig. Zudem mussten meine Eltern jetzt neue Farmen anschauen. Sie mussten mit der Maklerin rumreisen und haben jeweils den 2-Jährigen und den 4-Jährigen mitgenommen. Und uns, die größeren 4, die haben sie bei dem Guse gelassen. Und da haben wir dann einfach so den Tag verbracht. Und ja, meistens nahmen sie ja die Kleinen mit, weil die wollten nicht weg von den Eltern. Aber irgendwann konnte ich dann auch mal mit. War natürlich sehr abenteuerlich. Wir Kinder haben natürlich nicht ganz mitbekommen, was da bei den Eltern abging, weil auf der Straße zu stehen mit 6 Kindern in Kanada, das war vermutlich schon nicht so einfach. Schlussendlich haben sie dann recht schnell eine neue Farm gefunden, wo wir dann auch bald mal hingezogen sind. Auch der Container kam dann irgendwann später und langsam konnten wir uns da einnisten im neuen Zuhause. Der Verkäufer von dieser Farm hat dann einer Nachbarin, einem Mädchen, das er kannte, ungefähr in meinem Alter gesagt, sie soll sich doch mir ein bisschen annehmen, als ich dann in den Schulbus stieg, weil sie hatten abgemacht, dass wir Kinder einfach mal in die Schule gehen, obwohl wir ja Französisch nicht konnten. Ich hatte nur ein Schuljahr Sekundar Französisch und das hat mir ganz sicher noch nicht das Verstehen gebracht der Sprache. Und das Nachbarmädchen hat mich dann einfach mitgenommen in ihre Schule, aber es war die falsche Schule, ich hätte nämlich noch umsteigen sollen. Aber meine Güte, wie konnte ich wissen, wo ich umsteigen müsste? Ah. Und doch, es war genau richtig, wie es geschah, denn die Schule, wo sie mich mitgenommen hat, die war sicher für mich besser geeignet. Ich ging dann in diese Klasse rein und alle haben mich angeschaut. Ich verstand keinen Wort und sie haben da einfach ihren Schulstoff gemacht und haben mich einfach so irgendwie mitgenommen. Zwischendurch
man spürt es ja, wenn jemand über dich spricht und dann zu dir hinschaut, haben sie über mich geredet. Aber ich fühlte mich im Großen und Ganzen gar nicht so unwohl, wenn ich nämlich zurückdenke. Weil ich hatte das Gefühl, die haben mir irgendwie so zugelächelt und ich hatte das Gefühl, sie waren mir wohlgesinnt. Später habe ich dann erfahren, dass natürlich alle Quebecer waren sehr offen zu den Schweizern. Sie liebten die Schweizer, weil der Schweizer bringt Geld. Das war sind so ihre Vorstellungen von Schweiz. Und man wird da im französischen Bereich in Kanada oder auch im Englischen, denke ich, da war ich nicht so häufig, wird man ganz schnell sehr liebevoll aufgenommen. Ja, so ging es mit meinem Ausflug nach Kanada. Und wie ihr seht, bin ich ja jetzt wieder in diesem kleinen Stein, in diesem kleinen Dorf in den Toggenburger Bergen. Und warum ich wieder hier bin, das erzähle ich euch in einem nächsten Video. Und auch, warum ich mich Beratung Siebenberg nenne. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!